Oh, hallo, ich bin hier am Vilsalpsee. Nachdem ich neulich Blut geleckt habe beim Winterpaddeln, habe ich gedacht, ich versuche es nochmal. Okay, es hat nicht ganz so viel Schnee wie erhofft, aber immerhin die Nordwand von der Zugspitze, die ist weiß, aber ansonsten die Südseiten von den Hängen halt nicht und im Tal. Naja, aber sind wir hier. Ein paar schöne Fotos werden schon rauskommen. Ja, okay, Nachtrag. Ist halt schnucklige 2 Grad plus. So, drin im Boot und auf geht's. Und diesmal fahren wir links herum. Andere Richtung als letztes Mal. So, schauen wir mal durch, wo wir da hängen bleiben. Ups. Boing. Boing. Oh, mal einigermaßen Rundumblick. So, jetzt sind wir hier am oberen Ende vom See. So, eigentlich wollte ich ja die Inseln auslassen, aber mit dem schönen Blick da nehmen wir die Insel, ziehen damit Obst und ich habe wieder vergessen, Steuer reinzutun.
Oh, wenn ich es nur endlich mal wüsste, an dem See, was die Dinger hier zu bedeuten haben. Also, oder mal hatten. Würde mich echt interessieren. So, da sieht man schön meine Paddelspur. So, jetzt fahren wir nach der Insel hin. Und dann wieder ein bisschen zurück zu der Insel da. Und dann geht es wieder in die Richtung, Richtung Zielhafen. Und da hinten hat auch noch eine schöne Bucht rein. Und wenn wir schon dabei sind, noch ist mir nicht zu kalt, fahren wir da auch noch rein. Da haben wir wieder einen Haubentaucher. Definitiv ein anderer. So, in dieser kleinen Bucht hier habe ich eine kleine Prinzenrollenpause gemacht. Also ich habe sie nicht ganz aufgegessen. Nicht einmal die Hälfte. Ich habe mich zusammengerissen. Wenn wir schon dabei sind, haben wir noch so die Insel da mit einem Häuschen drauf. Müssen wir vorstellen, das ist so ein bisschen noch weihnachtlich geschmückt. Und dann der Glühwein da trinken. Ah, das wär's doch. Ha. Mit Germknödel. So, jetzt kommt hier ein richtig steifer Wind auf. Ich kann mich beschweren beim Touristenverband. Ja, das sind drei kleine Inselchen. Da auch eine mit einer Hütte von der Wasserwacht. So, und jetzt fahren wir da hinten in die Bucht rein. Da haben sie noch mal einen Ruf vom Wind. Vielleicht haben wir Glück und er ist weg, aber ich glaube, der wird eher heftiger werden. Naja, aber im Rücken. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Oder die haben hier aufgekiest. Wo ich im Sommer da war, da lag auch kein Baumstamm da drüben. Und da habe ich versucht, da durchzufahren, durch diese Enge. Bin aber gescheitert. Und ich sehe jetzt gar nicht mehr die Steine, wo ich da hängen geblieben bin. Ja, vielleicht, dass die Wanderer ja trockenen Fußes drüber kommen. Also, sieht echt aus, als hätten sie aufgekiest. So, und jetzt geht's da zur letzten Insel, glaube ich. Und dann wieder an der Küste entlang in die eine große Bucht rein. Und dann am Schluss natürlich noch
in den einen kleinen Extrasee da. Hat einer den Solarleuchtfrosch gestohlen, der da oben drauf war. Sowas. Okay, ich glaube, jetzt erwischt mich. Das könnte Regen sein. Da reinkommt. Naja, schauen wir mal. Können natürlich auch schneien. Ich glaube, dafür ist es dann doch nicht kalt genug. Nee, früh Panik geschoben. Es ist Nebel, der da kommt, aber kein Regen. Okay, es ist Regen. Naja, das sind wir Winterpaddeln jetzt. Oh, haben wir Glück gehabt, hat sich wieder beruhigt. Wir fahren hier in eine Bucht da rein. Bin mal gespannt, was ein Holzteil das da ist. So, jetzt haben wir so ein bisschen Schneeregen. Aber der Schneeregen war auch nur von kurzer Dauer. Ist schon wieder durchgezogen. Oh, und das ist das Ende der Bucht. Und diesen kleinen Extrasee, wie man es immer auch nennt. Oh, schön war die Tour. Eigentlich grundsätzlich Glück im Wetter gehabt. So, jetzt haben wir kurz für ein paar Minuten einmal Regen, einmal Schneeregen.
Ansonsten hat es gepasst.